For English subtitles, activate the subtitle button, please. Ihr habt es gerade gehört, wir sind hier auf der National Reptile Breeders Expo in Florida. Jeden Frühsommer oder Sommer die Trendsetter-Börse, die zeigt, wohin der Markt geht. Da möchte ich euch wegen die neuesten Tiere zeigen, die neuesten Trends zeigen. Die Börse hat gerade aufgemacht, ihr seht es hinter mir, die Leute kommen rein, seit 5 Minuten offen. Ja, und ich zeige euch jetzt ein bisschen, was hier geht. Hier ist der Stand von Reptile Industries. Ja, Kim und Mark Bell sind in dem Reptilien-Business seit, also wo ich angefangen habe, waren die schon im Prinzip große Züchter und mit einem großen Geschäft. Also sie gehören bestimmt zu den Mitbegründern des Reptilien-Business, so wie wir es jetzt heutzutage kennen. Schauen wir mal, was die so ein wenig an Tiere haben. Natürlich viel Ball Pythons. Black Pastel Ghost. Die hier sind super. Enchi Albino. Gefallen mir sehr gut. Hier haben wir einen Pewter Pite. Jetzt kommt mein Highlight der Show, das ich zumindest bis jetzt gesehen habe. Hier ein Super Pastel Super Stripe. Also wir kennen alle Super Stripe und das Ganze noch als Super Pastel. Wahnsinnsfarben. Abartig, finde ich. Also sowas, solche Farben an einem lebenden Reptil, unglaublich. Für mich definitiv eins der Highlight-Tiere hier auf der Show. Hier haben wir auch noch was Schönes. Das ist Pastel Butter Genetic Stripe. Hier haben wir den Vin Russo. Company heißt Cutting Edge Herb. Ich denke, der Russo ist bekannt durch die Russo-Leuzisten, die es gibt, oder die Head Russos. Und gut, er hat auch mit Boas schon viel gemacht. Den Boa-Leuten wird auch bekannt sein. Hier haben wir den Camarillo. Camarillo ist eine Combo, zweifach Recessive Combo aus Ultramehl mit Karamell. Ja. Fantastisches Tier, knallegelb, schlüpft knallegelb und bleibt das Leben lang so knallgelb, wie wir es hier sehen. Hier haben wir noch was für die Cornutter-Fans unter uns, die Palmetto Corns. Palmetto ist die neueste Variante von den Cornuttern, ist in der Natur so aufgetaucht. Auf einer Farm, auf einer Hühnerfarm, gibt es eine interessante Story dazu. Das erste Tier, das gefunden wurde, hat ein Mitarbeiter mit dem Spaten erschlagen, weil er eben eine Schlange gefunden hat. Und manche Leute sind einfach so, die erschlagen jede Schlange, die sie sehen. Die Besitzerin war recht böse mit dem Mitarbeiter, hat ihm gesagt, noch eine Schlange erschlagen und du fliegst raus. Und anhand der Totenschlange haben sie festgestellt, hops, das ist eine ganz komische Farbe, was ist denn das? Hat sich natürlich jeder darüber geärgert, dass die tot war. Und einige Zeit später, ich weiß nicht genau wie lange, ist nochmal so eine gefärbte Schlange aufgetaucht und die hat man dann zum Züchten verwendet. Und so entstand die Palmetto Corn. Ist eine rezessive Variante, also man braucht das Gen doppelt, um es weiter zu züchten. Hier haben wir die Freedom Breeder Rex. Das ist in den USA die meist verwendete Art, Königspythons unterzubringen. Ne? Diese Rex und speziell diese Freedom Breeder Rex. Der nette Mann, der hier sitzt, ist der Lindy. Er hat das Unternehmen seit über 20 Jahren. Ja, gutes Beispiel, wie man den Stand gut machen kann. Hier haben wir einen schönen Stand. Woman of American Herpetoculture. Thank you.
Da haben wir gleich so ein Model posierenderweise. Hier haben wir Sloan Reptiles. Nick und Justin sind zwei Brüder, die das Business zusammen machen. Ich glaube, wir haben es letztes Jahr auch schon gefilmt. Noch recht jung, wie wir sehen. Aber haben schon ein paar absolut spektakuläre neue Morphen gezüchtet. Machen einiges mit Champagne. Und ich würde mal sagen, sind die Aufsteiger im Ballpython-Business. Ja, mal ein richtig schönes Tier. Ein Pastel Calico Genetic Stripe. Hier haben wir Pastel Mimosa, also Mimosa ist der Ghost Champagne. Hier haben wir so einen Hakennasen-Natternstand, superconda.com. Hier haben wir Snow-Hakennasen-Nattern. Ja, bei den Hakennasen-Nattern, soviel ich weiß, über die Anaconda. Oder die Condas sind diese mit diesen Flecken drauf, ne? Also in Anlehnung an die Fleckenzeichnung von der grünen Anaconda. Ah, der Albino Superconda, okay. Also eine Albino Superconda haben wir hier. Also die Superconda wird so patternless. Hier haben wir den Amir Soleimani. Not without a yellow belly. Hier haben wir ein absolutes Highlight, Pastel Highway, Wahnsinnsfarben, also für mich mit dem Super Pastel Super Stripe ist dieser Pastel Highway das Tier der Show. Hier haben wir ein Citrus Mocha Puma. Also vier Morphen im Prinzip drin. Ne? Der Puma, ne? Als Kombo aus Yellow Belly und Spark und Mocha und Citrus. Sieht ein bisschen aus, wie wenn er an der Häutung wäre, aber der Amir sagt, nee, der wäre so. This is Citrus Calico Spark. It's the halo. It refers to the gold circle on top of their heads. It's actually a spide, but I've produced them. These are unrelated, two different males, two different females, and they both came out looking like that. So potentially a new variation on the spide. I haven't seen them before. Have you seen them before? No. And you call them halo? Halo. Halo is the golden ring that angels have on their head. And what is the meteor? The Meteor is a new combination with the Citrus and Green Pastel, and we're working with it, trying to figure out if there's a hidden gene in there because it's come out a little bit different, so we'll have more information on that soon. Okay, also sagt, mehr Informationen kommen bald. Meteor. And here we have the Cassandra. What is the Cassandra? It's when you cross the special ball to mochas, so it's a mocha crystal. Mocha crystal, okay, der Cassandra. Ja, man erkennt ein bisschen von dem Special noch diese schwarze Zeichnung drin. They have a faint peach color and a yellow color, and then they have a pattern, but I think it's going to develop as they get older, become more prominent. Yeah, I think so. That's a nice thing if the pattern comes more out. We also crossed Mystics to Mochas this year and made a white snake with a purple colored head, similar to the potion. But it's slightly lighter, so the mocha is acting differently than the Mojaves, for sure.
Okay. But you don't have any of those here now. They had just hatched, so they'll be possibly at hand. Thank you, Amir. Thank you. It was nice seeing you guys. So hier haben wir jetzt auch noch eine witzige Variante, wie man Kondros verkaufen kann. Das sind so große Flaschen mit Schraubverschluss, Luftlöcher rein, Stange zwischen rein. Und da hängen sie drin, die Kondros. So, ich bin jetzt hier am Stand von Brock Wagner. Der Banana preislich immer noch in Sphären. $30,000 für ein Männchen. Wir haben ein Spark. Spark braucht man, um die Pumas zu machen. Wir haben Mimosa. Brock, what is a candio? It's a candino. What these are here? Candino? Yeah, what these are? These are a cross, Stefan, when I bred a pastel candy male, okay, from Pecal to a head albino female, and that is the cross between the candy gene and the albino. And so, so it's like what the Toffino is with a Toffino. Yes, a Toffino and a candino, Stefan. They're the same thing. They've already proved the candy gene. Pete's bred the head toffee females to candy male, and he has made candies and toffee, and they're the same thing. So this is a regular one, and this isn't the pastel version. I'll show you the pastel version right here, so you can see the pastel. This one's got kind of a crazy pattern going on, but you can see the white on the head, because this is actually a pastel candino, and this is just a regular candino, and these are just hatched babies. And I've never had them, Stefan, where they, you know, color up, because I just hatched these out. These are my first ones, but in like, from what I'm seeing on, you know, the internet and other people that have produced these candinos, when they get 300-400 grams, they start to, you know, color up more, kind of look like the original candies and the toffee, like that does too. So, it's the best way for me to describe that. Okay. Another one I'll show you, this is kind of a first. I don't think you've had this in Europe yet. This is a fire ghost mimosa. So it's got the fire gene in it, it's also got the ghost, and it's got the champagne, obviously. Isn't that pretty hot? Cool. Nice animal. Most of my stuff, Stefan, is still cooking right now. So I've got like 7 eggs from a lesser clown bred to a banana head clown female cooking right now. And so I got some cool stuff, maybe some banana pieds. So I'm gonna maybe hatch out some banana head pieds, stuff like that going. Later this fall, I'm gonna have my actual cool stuff. In GHI, I have Coral Glow, Pastel Woma female bred to GHI male cooking that are hatching out like on September 5th. I'm really looking forward to that clutch. Yeah, looks like this is the year of the banana combos and the GHI combos this year. This is the year of the banana and the GHI combos. You're 100% right. Yeah, that's what this is. So, dann haben wir hier noch den Stand von BHB, Brian Barczyk. Hier vorne sehen wir die Lori, dreht jetzt gerade den Rücken zu uns. Bekannt von den Lori Balls. Da haben wir den Brian. Immer ein Ohr für die Nachwuchs-Terrarianer. Er ist so wirklich so everybody's darling, ne? Also die ganzen jungen Leute hier wollen mit dem Brian reden, wollen ihm gern mal die Hand schütteln. Der Brian von Snakebites. Hier mit meiner Frau, mit der Stella, das spricht gerade mit der, das ist die Tochter von Brian, die Jade. Schauen wir mal, was er für Tiere da hat. Einiges an Corn Snakes. Hier die Schiene Lampropelten. Die nach wie vor die Californias. Vor ein paar Jahren hier diese High White Californias waren die Sensation.
kann ich mich noch gut erinnern, habe ich importiert. War ein richtiges Highlight, jetzt kriegt man sie hier für $80. Albino Brooks, auch noch vor ein paar Jahren, ein paar hundert oder ein paar tausend Dollar sogar, jetzt $50. Hier haben wir ein paar Scales, allerdings keine Kornadern, sondern die Texas Red Snake, also Obsoleta. Ich glaube Lindheimeri müsste das sein. Gibt es schon seit ein paar Jahren als Scales. Die gute alte Regenbogenboa, Kenchria maurus. Hier was richtig Schönes, ein Lavender Pinstripe. Also das dunkle Tier unten drunter ist der Lavender Pin. Und der oben der helle ist der Killer King Spinner. Also fünf- oder sechsfach Kombo, ne? Also super Pastell, super Pastell, Lesser, Spider, Pinstripe, Killer King Spin. So, hier sind wir am Stand von den Snake Keepers. Snake Keepers auch weltweit bekannt für ihre Tiere. Das ist Dan und Colette Sutherland. Hier haben wir den Dan. Hier haben wir die Colette. Zum Beispiel auch bekannt für die Snake Keeper Line Axantic. Oder die Snake Keepers sind die ersten, die die Tree Stripe gezüchtet haben. Hier haben wir die Tree Stripes. Axantic Spider. Hier haben wir Axantic Bumblebee. Und hier haben wir die Highlights von hier, Albino Tree Stripe, yeah, what's up, buddy? Unten drunter ist ein True Ghost, also True Ghost ist Axantic mit Ghost, also Axantic mit hypomelanistisch, was wirklich den Ghost macht. Hier haben wir einen Axantic Piebald und unten drunter das Tier leider noch in der Häutung ist ein Lavender Tree Stripe. Hier haben wir Ghost Clown. Das obere Tier ist ein Ghost Clown. Und das andere Tier, das untere, ist Pastellbanana. Ja, das hier ist Craig Graziani, Graziani Reptiles. Auch weltweit bekannt. Einer der lang im Geschäft ist, schon ewig im Geschäft ist. Jetzt hat er die letzten Jahre viel gemacht mit den Python Hunters. Da sind sie recht bekannt geworden im Fernsehen. What is the one with the black head? That's a cinnamon leopard spider pied. Okay, also diese Leopardlinie, das sind alles, was wir hier da sehen in dem Kasten, ist die neue Leopard-Geschichte, die jetzt so die letzten Jahre aufgekommen ist. Super Pastel Leopard. This is the Lemon Blast Leopard. And then we have the Spider Cinnamon Leopard. This guy just hatched, hasn't shed yet. This is the Champagne Leopard. Oh, amazing. And we've got the cinnamon spider leopard pied and the bumblebee leopard pied.
is. And one of the other firsts this year is the pastel leopard yellow belly. So the leopard, it is a new morph and it's related to the pygino. Yes, I haven't proven it, but I believe all of the leopards are het pied. I think they all carry the pied trait. It is linked to one pied bloodline out of Peter Call's facility. And I've just been too busy making leopard crosses to actually prove the genetics on whether or not they're all 100% het pied. Ja, jetzt auch eine interessante Sache. Hier sind die sogenannten Auctions, also es ist jetzt abends 9.30 Uhr und die machen hier so eine Auktion, also eine Versteigerung, und der Erlös geht an die US Ark. Es werden diverse Produkte, also jeder, der hier ausstellt, gibt irgendein Produkt oder zum Teil auch Tiere her. Da kann man jetzt hier auf den Tischen, kann man dafür bieten. Kann einen Preis eintragen und kann das ersteigern. Und die teuren Sachen werden dann direkt hier oben versteigert auf der Bühne, ne, von dem Mann, den wir da oben hören. Hier haben wir einen Pinstripe-Männchen. Aktuelle Gebot $145. Eine Badergame, Leatherback, steht aktuell bei $100. Ist er weg für $600. Vanilla Pastel Männchen $600. Super Preis. Und Erlös für den guten Zweck. Hier haben wir ein paar schöne große Radiatas. Hier kleine, $1000, ich denke vom Preis her interessant. Ich glaube, die sind teurer bei uns, allerdings wird es nicht möglich sein, Zitas zu bekommen. Hier haben wir einen Sulfur-Monitor. Hübscher Kerl. Der Black Water Monitor. Hier haben wir den Ryan Gidman. Die Firma heißt Underground Reptiles. Er züchtet Albino Teus, allerdings die Blue Teus. Hier haben wir einen Albino Blue Teu. What is the scientific name of the blue tick, or is Teguxin or something? Or? Never named it. They don't have a name for it because it's an undefined species. That's why you can't export them. So technically, it's Tupinimbus species. Okay. Blöderweise gibt es noch keinen Namen für die blauen Teus. Deswegen kann er sie auch nicht exportieren. Der Bube gibt das Ei auf, oder? Nee, ich glaube, der streichelt so lang. Nee, oder? Nee, oder? Nee, nee, nee! Ey! Das gibt's ja. Wow! Ey, das gibt's ja nicht. That was a perfect show. Nein. Cool. Wow. Yeah. The lizard whisperer over here. So how did you find it out? You was after 20 years of breeding, you learn a little something. After 20 years of scratching your balls. After 20 years of screwing everything up, you finally figure something out. They have 3 days to pass through, so either they're stuck in the egg or they're ready to come out and they just need a little prodding. So you just rub them and they split. So here we have Sean Heflick. Er züchtet die Albino Gators. Hier haben wir so einen kleinen Direktschlüpfen. Also die Amerikaner sind da
eiskalt, da werden die Eier mitgebracht, sogar auf die Börse. Und man kann hier sehen, wie die Babys schlüpfen. Es ist jetzt einen Tag später, Sonntag auf der Börse. Gestern haben wir gesehen, den Kleinen, wie er sein Näschen rausstreckt. Und heute ist er schon halb aus dem Ei. Macht noch sein Morgennickerchen. Und ich denke, so bis heute Abend wird er ganz draußen sein. This is a yearling here? This is a yearling, yeah. It's a one-year-old. And then this is a two-year-old right here. 2 years. 2 years. Hier haben wir die Sandfire Dragon Ranch. Bekannt weltweit für die Bardagamen. Mittlerweile ist es ja so, dass man eigentlich alle roten Bardagamen Sandfire Bardagamen nennt. Was hier eigentlich falsch ist, einfach die Sandfire Dragon Ranch, die waren halt mit die ersten, die diese schönen roten Tiere gezüchtet haben oder weiterentwickelt haben. Hier haben wir sie, die Sandfire Dragons. $200 pro Tier. Richtig schöne rote Bardis. Haben wir hier die Sandfire Yellows. Gelb kostet nur ein Hunderter. Red Gold. Pastel Dragons. Hier haben wir Leatherbacks. Nochmal kleine Leatherbacks. Und hier die verschiedenen Hypodrans. Hypotransleather. Yeah, because I'm using I not come here, if, you know, they, I'm sure they don't care whether I come or not. Und für die, wo es noch ein bisschen stacheliger wollen, haben wir hier die Giant Horned Lizards, also Phrynosomas. Natürlich absolut super coole, spektakuläre Tiere. Hier haben wir Big Fat Geckos. Eine schöne diverse Rhacodactylus. Die werden hier alle durchgefüttert. Natürlich auch witzig. Ganz schöne Aufgabe hier, jeden Morgen die alle durchzufüttern. Und der hat zumindest Durst. Beziehungsweise der wird da auch ein paar Häppchen mit der Flüssigkeit aufnehmen. Nicht schlecht. Sonntagabend, 17 Uhr. Die Sache hier geht zu Ende. Ich habe euch einen Haufen Tiere zeigen können. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich habe versucht, nicht nur die Ballpythons zu zeigen, wobei es hier recht viele gibt. Ich wollte euch aber auch ein bisschen die Echsen und die Schlangen zeigen, die hier sonst noch so angeboten werden in den USA. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt mir treu und checkt zu Hause meine Balls. Müssen wir spaßeshalber mal einen Hamm machen. Ich schätze mal, die Veterinäre und die Kontrolleure werden wahrscheinlich in Ohnmacht fallen, wenn sie sowas sehen würden. Katastrophe!
Turn a bit. No, show me your backside, please. Okay. Okay. No, not this. I want to see your ponytail. Oh, the ponytail. I just tell my people it's important if you like to be a good reptile breeder, you need a ponytail. You know? It's like the strength comes from my ponytail. That's how I produce snakes. Without the ponytail, I cut that off, no more snakes. Dave Barker hat einen Pferdeschwanz, war auch nicht hier. Hier ist Craig Trumbo. Ihr seht, Ponytail. Ihr seht, ein Pferdeschwanz. Ich gehe jetzt einen Kaffee trinken, dann mache ich es nochmal. Nee. My idea was to be a good reptile breeder, you need a ponytail. That's right or not? This is absolutely true. So all successful snake breeders have ponytail. Okay, das war... Beards. So most of us work on the beard, but we have the ponytail already. Yeah, das ist... You gotta have a beard to keep cobras, is what it is. Das ist der Michael Jolliffe, bekannter von den Jolliffe Axantics. Tot langweiliges Einschlafblabla. Hier haben wir den Lindy von Freedom Breeders. Und wie ihr sehen könnt, Pferdeschwanz. Hier haben wir The Rap Room. Und auch hier der altbekannte Pferdeschwanz. So, hier haben wir den Gourmet Rodent. Das ist von Bill Brandt. Und auch hier haben wir die Pferdeschwanzabteilung. Ein Drecksgeschwätz. Hier haben wir Albie's Two Cool Reptiles. Genau, hier haben wir den Pferdeschwanz wieder. Jetzt machen wir das Ganze ohne das dumme Pferdeschwanzgeschwätz. Hier haben wir Mark Bell. Er hat zwar keinen Pferdeschwanz, aber er hat genauso die langen Haare hinten. Machen wir nochmal. Hier haben wir Ben Siegel Reptiles. Früher hatten die auch alle einen Pferdeschwanz. Aber mittlerweile sind die Haare weg. Alle großen Züchter dieser Welt haben einen Pferdeschwanz. Ich natürlich auch. Meiner ist noch ein bisschen klein. Irgendwann wird er auch mal so groß wie von den Amerikanern. So, und hier haben wir was ganz Besonderes. This is very rare. Here we see an original Greg Graziani sandwich. He caught me at lunch. Na, dann machen wir Häme.